Ey, ihr norddänischen Ruderbootfahrenden, zopftragenden Attentäter und Giftmörder. Haha, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Nicht so viel das Klostergarten, nicht so viel Dörfer niedergebrannt. Heute gibt es ein Video zu den Wrath of the Druids und noch zu Paris, Siege of Paris, die da jetzt kommen, die DLCs. Und dazu gibt es neue Infos und gibt auch eine neue Rüstung, die dann kommt, oder ein Rüstungsset. Das Mystical Set, das schauen wir uns an, das sieht super cool aus. Kann man schön gifteln mit, kann man auch schön alles vergifteln. Da brauchen wir schon eine Gasmaske. Ja, ein paar Sachen, ein paar Leaks, die rauskamen und die schauen wir uns mal an. Haben wir sogar kleine Videos dazu, wie das ganze Zeug aussieht. Bleibt mal dran, wir gehen mal rein. Wenn das Video gefällt, wie immer, ich weiß, Daumen hoch, Abo wäre super. Dann unterstützt ihr den kleinen Kanal. Wir gehen mal rein. Ey, ihr Trunkenbolde und Metallenschläger, Klosterräuber und Jungfrau und Gendern. Was da so alles gibt bei den Wikingern. Ja, heute ein Video dazu, zu Wrath of the Druids, also zu den Druiden, die jetzt kommen, 29.04. Und noch kurze Info auch zu Paris. Wurden ein paar Sachen aufgedeckt, ganz interessante Sachen. Da weiß man schon mal, was auf einen zukommt. Und was alles so Feines gibt mit Sicheln. Schön, die Sichel. Ja, das kann man mit Sichel kann man praktisch von Hauen hauen und von hinten ins Knick. Einmal rundrum und dann vielleicht fehlt dann auch irgendein Körperteil mit der Sichel. Ne? Das kann ja passieren, also wenn man die Härte zeigt. Aber jetzt kommen wir mal dazu und zwar fangen wir mal da an, wie das ganze Ding dann aussieht. Habt ihr vielleicht vom Startbildschirm ja schon gesehen. So sieht dann das Ding aus. Hier schön mit dem neuen Outfit. Das nennt sich Mystical Outfit. Ja, mal gucken wir ein bisschen ein Video rein jetzt gleich. Und neuen Skin. Schön hier für den Vierhuf. Paarhufer. Also für den Elch oder Hirsch oder. Ja, ist ein Hirsch. Gut, also und für den Flatters. Für den Flattermann kriegen wir auch einen neuen Skin. Gut, dann kommen wir aber mal zu den Sachen, die relativ wichtig oder ein bisschen wichtiger sind. Dann kommen wir mal hier zu dem. Warte, warte, warte. Ich muss doch finden. Hier ist es. Zack. Da fangen wir mal an. Und zwar sind das die ersten Sachen, die also rausgeleakt wurden. Wurde aus den Files, die jetzt durch das Patch reinkamen, eben in unser Game Files hat das einer sich die Mühe gemacht und hat es rausgeholt, der Franzose. Der Jonathan, der hat dann halt, oder ein Kumpel von ihm, keine Ahnung, die haben sich die Mühe gemacht und haben hier mal die Sachen rausgezogen, die in den Game-Files halt schon drin stecken, nur noch nicht freigeschaltet sind. Dann fangen wir mal oben an. Harvest Time. Das sind 100 Feinde mit einer Sichel umbringen. Ui, da haben wir es doch. Schön. Schön weggesichelt. Oh, ein Schnitt, weg ist er, der Halm. Deswegen Harvest Time. Ha, Erntezeit. Oh, oh weh. Oh, hu, das ist böse. Puka, complete into the fog quest. Also in den Nebel quest. Das nennt sich Puka. Na gut. Dann Brand the Blessed. Ja. Die bevorzugten. Alle ihr Landwegpunkte synchronisieren. Na klar. Dann Children of Danu, die Kinder von Danu. Fünf Schilder, Quatsch, fünf Kinder von Danu, die defeaten, also bekämpfen. Na dann. Dann haben wir noch die Irland Saga. Ja, das ist die ganze Main Storyline. Also die Storyline müssen wir dann auch durchmachen. So, dann haben wir mal Wrath of the Druids, was wir hier haben, abgehandelt. Dann kommen wir zu Paris, Paris. So, Paris. Da haben wir Durendal, also 100 Feinde mit einem kurzen Schwert eliminieren. Oh, da kommt's, das Einhandschwert. Schön, schwetten ist auch gut. Kommt immer gut, schön mit der groben Kelle. Dann Horseman of the Apocalypse, also Reiter der Apokalypse. 50 Feinde mit der Rattenplage, mit der Pest von Ratten, mit Fertigkeit. Pest der Ratten. Also gibt es eine neue
Eine neue Fähigkeit, Fertigkeit, Pest der Ratten, 50 Feinde damit besiegen. Pest der Ratten, haben wir auch ein Bild dazu, hat der Jonathan auch oder einer in Twitter gepostet. Pest der Ratten, hier schön, schön die Ratten, guck doch. Oh, ja, auf den da im Hintergrund geschleudert. Auf Twitter ist das ein Gift, das bewegt sich, das sieht man schön, wie dann die Ratten da kommen. Schön, die Ratten knuspern den weg. Na, das ist ja herrlich. Oh, schön, ja. Der wird aufgefressen. Naja, es gibt viel Schönes. Also, dann wieder, klar, Regium Francium, also Frankreich, alle Wegpunkte synchronisieren in Frankreich. Dann süßer Kiss von Paris, süßer Kiss von Paris. Fünf Mitglieder des Ordens der Verborgenen in Frankreich. Besiegen, naja, klar. Bekämpfen, besiegen, klar. Und dann halt die France-Saga, also die komplette Storyline in Frankreich. Na, da können wir uns ja was freuen. Dann haben wir da noch irgendein Teilchen. Ja, das ist die Karte, wo das Ganze stattfindet hier. In Nordfrankreich sieht man hier die Karte. Hier ist Paris, also Paris, Île-de-France, also Paris, Insel in Frankreich. Naja, das sind die ganzen Departements in Frankreich, hier in Nordfrankreich. Frankreich ist natürlich größer, geht runter bis Süden, bis Spanien. So, dann haben wir das Frankreich. Was haben wir hier noch? Ein Picture. Ja, Basims Outfit wird kommen. Hier, schau doch. Basims Outfit. Trage das Outfit von Basim Ibn Ishak. Ja, ein Mitglied des Ordens der Verborgenen. Naja, also Basims Outfit kommt auch. Jetzt schauen wir uns aber mal die schöne Mystical Set an. Gibt es nämlich kleine Videos dazu, wie das Ding aussieht und wie man damit rumgifteln kann. Eigentlich echt ein gutes Teil, sollte man haben. Und auch Jörds Blade, also Jörds Schwert, schauen wir uns an. Das sind auch schöne Teile. Die müssen wir uns jetzt mal kurz angucken. So, ja, hier in Live das Mystical Set. Mystical! Cool aus, böser Totenkopf. Und hier mit Kurzhandschwert, mit dem Jörds Schwert, Jörds Blade. Wird auch reinkommen. Einhandschwert, Jörds Blade. Ja, auch eine feine Sache, sieht schön aus. Ja, sieht schon böse aus und echt macht Eindruck. Das ist der Mantel und es gibt eine Giftwolke 10 Sekunden lang. Und das ist natürlich eine feine Sache. Das ist die Rüstung dazu, gehört alles dazu. Helmchen sieht natürlich schon derb aus. Ne? Man kriegt mal Angst, wenn man den sieht. So, das sind die Armschienen dazu. Gibt nochmal einen Bonus, ne? Ja, von 10. Schild dazu. Sieht auch, sieht schön aus. Kann man auch dazu nehmen. Gibt nochmal einen Bonus von 10, wenn man geblockt hat. Schön zum Gifteln. Am Schluss ist so viel Gift hier in der Luft, da hilft nur noch eine Gasmaske. Da wird alles getötet mit Gift. So sieht's komplett aus. So, dann kommen wir mal noch zu neuen Skins. Also, hier, ich krieg einen neuen Skin. Hier können wir uns gleich mal im Vollbild noch angucken. Naja, Vollbild dann, naja, gut. Und ein Flattermann kriegt auch noch einen neuen Skin. Da ist er. Schau, naja, ob man es haben muss. Ja, hier mit dem Schild mal rumlaufen, hier. Hopp, Attentat! So, und ja, mal gifteln. Komm her, mein Freund. Hier, atme mal schön tief durch. Oh, der zieht Nebenluft jetzt. Oh, hab ich den gestichelt? Komm her, nochmal. Oh, nochmal. Schön gestichelt hier. Guck, oh, jetzt hat er gleich die Kränke. Weg ist er. Und die Giftwolke. Komm her, mein Freund, du kriegst auch noch eins. Ja, also, oh ja, habt ihr gesehen und für gut befunden. Ja, ihr Wikinger, also, wenn euch das kleine Video gefallen hat, aua, dann gebt mir einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Bleibt gesund, see you, bye bye, euer Chili.